krank, wir sind auch krank, wir sind auch krank, wir sind auch krank, wir... Ja. Guten Morgen, Visite. Guten Morgen, Herr Professor, wie geht's heute? Oh, nicht gut, ich glaube, ich habe Syrer. Sie werden es überleben. Ach, das sagen Sie so einfach. Schauen Sie sich mal um, überliegen in jedem Bett liegen Patienten, das ist doch eine Belastung für so ein Krankenhaus. Keine Sorge, ich mach das schon. Wie immer. Ja, aber wie? Sehen Sie, wir sind die Schwarz-Null-Klinik. Wir sind berühmt dafür, dass wir nichts ausgeben. Verstehen Sie, ich kann Sie für Ihre Arbeit nicht bezahlen. Das heißt, ich muss es wieder freiwillig machen. Fantastisch. Ha. Sagen Sie mal, wen haben wir da? Syrer. Ach, herrje. Wie sah denn die Therapie bisher aus? Wir haben die Zufahrtsstraße zum Krankenhaus mit Stacheldraht blockieren lassen. Und hat das angeschlagen? Ja, es kommen jetzt kaum mehr Patienten in die Klinik. Gut, gut, gut. Aber der ist ja irgendwie hier reingekommen, ne? Also niemand hat mich gefragt, ob der hier eingeliefert werden darf. Er war verletzt. Ja, Verletzte passen aber nicht zu uns. Wir sind immerhin noch ein Krankenhaus, nicht? Und ein Haus quasi mit den Menschen Hoffnungen verbinden. Ja, so verbunden ist er jetzt ja schon, ne? Also ich meine, was er jetzt braucht, ist Traumatherapie und Integrationsübung. Ach, herrje, wir suchen händeringend Pflegekräfte und dann kommt er und ist Patient. Sagen Sie mal, das Wohl dieser Klinik ist Ihnen wohl vollkommen egal. Ja, ich sag Ihnen ja, der simuliert nur. Schmeißen Sie den raus. Hm. Simulieren? Sein Zustand ist bedrohlich. Ja, für uns. Der ist ja nicht umsonst voll verschleiert. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Mein Name ist Dr. Bernd Höcke. Ich bin Heilpraktiker. Also das heißt, ich stehe für alternative Methoden. Ah. Sanfte Medizin, dann ja. Bitte, kann er nicht schaden. Pass mal auf. Ja. Boah! Was war das denn? Ja, ich behandle hier Trauma mit Trauma. Okay, ich glaube, wir sollten besser einen Experten konsultieren. Ne? Wir wollen Renten statt Patienten. Wir wollen. Ja, fragen Sie doch mal den kleinen Mann da draußen. Wir sollen den fragen? Warum? Sind Sie Arzt? Im Gegenteil, ich bin Sochse. Dann haben Sie ja noch nie einen Patienten aus der Nähe gesehen. Ja, ist ja wunderbar, da ist er ja unbefangen. Na gut, okay, dann sagen Sie uns doch, wie wir diesen Patienten behandeln sollen, Ihrer Meinung nach. Also ich würde vorschlagen, auf jeden Fall schlecht. Also? Ich habe in meinem Leben so viel Steuern gezahlt, ich bin nie so gut behandelt worden. Sie waren ja noch nie so krank. Ja, außerdem war kein Geld da. Und aber für so einen ist jetzt Geld da. Warum ist eigentlich für mich kein Geld da? Ja, noch einmal, wir sind die Schwarz-Null-Klinik. Das heißt, ach gut, wenn Sie das so wollen. So, schlecht genug. Kann ich jetzt dann bitte das Kissen haben? Nein. Nein. Na, das macht gar nichts. Solange er es auch nicht haben darf, fühle ich mich schon deutlich besser. Also, wenn wir ihn jetzt nicht operieren, dann braucht er auch bald kein Bett mehr. Okay, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann operieren Sie ihn doch. Echt jetzt? Ja. Schwester! Ach, das bin ja ich. Sagen Sie mal, das ist eine sehr komplizierte Operation. Da müssen Sie schon sehr genau, beim kleinsten Schnitt daneben, da kann es zu schweren Abstoßungsreaktionen kommen. Was hat er gesagt? Ob ich Spezialistin bin. Nein, das ist eine Freiwillige, aber mit ganz viel Herz. Hören Sie das? Der will sich nicht von einer Frau behandeln lassen. Ja, das ist tatsächlich seltsam. Wissen Sie, ich habe gehört, es gibt sogar ausländische Patienten, die sich trotz einer tödlichen Verletzung nicht an die deutschen Krankenhausregeln halten. Ach, sehen Sie, die meisten unserer Patienten sind äußerst friedlich. Das ist doch eine Lügenkompresse. Und dass die nicht friedlich sind, das sieht man ja schon daran, dass die hier alle verletzt reinkommen. Wir sind ein Krankenhaus, nicht? Ein Krankenhaus. Sagen Sie mal, Sie können doch keinen Patienten anzünden. Ja, wir sollten nicht. Und angezündet macht er mir Angst. Das ist also Art Therapie? Ja, außer für mich auf jeden Fall. Vermutlich hat er den Patienten mit einer Moschee verwechselt. Herr Professor, was ist denn eigentlich, wenn er jetzt hier Sie unsittlich berührt? Naja, im Moment berühren Sie unsittlich. Ja, ich bin ja auch schon länger hier. Jetzt habe ich auch Angst. Sehen Sie, jetzt hat sogar Sie Angst. Aber vor Ihnen. Ja, also, wir können uns einigen, der Patient macht uns Angst. Ich würde mal sagen, fixieren. Aber das können Sie doch nicht machen. Ja. Da denken Sie doch an den guten Ruf der Klinik. Das mache ich. Wenn der Ruf zu gut ist, dann wollen sich hier alle behandeln lassen. Nein, nein. Wir müssen uns vor den Patienten schützen. Was hat er jetzt gesagt? Weitermachen.
Das ist meine Vision für die Schwarz-Null-Klinik. Verstehen Sie, es wird weiträumig abgeriegelt. Überschüssige Patienten, die werden einfach an sichere Drittklinien zurücküberwiesen. Und dann, das ist unser Ziel, soll kein Verletzter mehr hier durchkommen. Stopp! Stopp! Das ist ja nicht zum Aushalten. Die reinsten Wagner-Festspiele. Lass mich raten. Lassen Sie mich raten, gleich fordert Ihr Charakter noch den Einsatz der Bundeswehr in der Inneren. Der war gut, warum ist mir der nicht eingefallen? Nichts ist gut, gar nichts ist gut, schon das Thema, kommen Sie Flüchtlinge. Es nervt jetzt, finde ich. Oh, Fun Fact, Herr Uthoff, wussten Sie, dass die Menschen auf der Flucht vom Thema auch genervt sind? Ja, das verstehe ich gut. Nichts verstehen Sie, in Aleppo werden die Menschen geschlachtet und wir reden darüber, dass uns ein Thema nervt? Kommen Sie, schon das Bild ist doch völlig schief. Bitte Sie, Deutschland ist doch kein Krankenhaus. Wir sind doch verpflichtet zu helfen, wenn jemand in Not ist. Auch wenn uns das ein bisschen den Dienstplan durcheinander wirbelt. Wir besonders übrigens. Immer ein deutscher Sonderweg, was? Erst müssen wir die ganze Welt unterjochen und jetzt müssen wir alle Menschen retten. Haben Sie jetzt gerade den Angriffskrieg der Nazis mit Kleiderspenden verglichen? Aha. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin die Quotenfrau, die eine Krankenschwester spielen darf. Ah, ich dachte, Sie sind so eine Art Willkommensklatscherin. Also die einzigen, die zurzeit noch klatschen gehen, sind die Neonazis. Na und er hier, ich bitte Sie, war der AfD-Wähler als der arme Ossi. Ja, also, das habe ich ihm auch schon gesagt, das ist ein total verharmlosendes Klischee. Ich meine, da sind ja auch reiche Schwaben dabei. Mhm. Also ein Drittel der AfD-Sympathisanten gehören zu den Top-Verdienern dieses Landes. Mhm. Und was hat er da gesagt? Er sagte, Sie sind aber kein Top-Verdiener, Herr Seibel. Stimmt doch auch. Und was er hat. Herrlich. Was für ein platter Bösewicht. Ja, ich wollte auch mehr so ein intrigantes, karrieregeiles Sackgesicht spielen. Mhm. Und was hat er da gesagt? Dass ich nicht aussehe wie Andreas Scheuer. Ah. Und auch das stimmt, wenn Sie mal den Vergleich machen. Was ist jetzt? Und der Flüchtling ist natürlich der arme, bemitleidenswert, der harmlose Patient, gell? Ich habe ihm gesagt, ich könnte ja auch ein Terrorist sein. Doch jetzt. Und was hat er da gesagt? Es hat nicht in sein Weltbild gepasst. Entschuldigung, warum sollte er in dieser Szene ein Terrorist sein? Sie haben Ihren Rucksack vergessen. Das ist meiner. Es könnte aber auch seiner sein. Och, jetzt. Genauso wird es jetzt gerade überall gemacht. Ha? Wir machen aus Hilfsbedürftigen machen wir potenzielle Bedrohungen. Dann sind wir nämlich das Opfer und der Flüchtling ist nur noch der Täter. Und wir sind moralisch nicht mehr verpflichtet, ihm zu helfen, sondern nur noch uns zu schützen. Ja, vor Terroristen. Was ist es? Danke, ja. Drei davon sind übrigens vergiftet. Was ist los? Greifen Sie ruhig zu. Die meisten davon sind völlig in Ordnung. Wer wüsste das besser als Sie, Herr von Wagner? Sie wollen doch nicht allen Ernstes Flüchtlinge mit Süßigkeiten vergleichen. Und Sie lenken ab, weil Sie wissen, dass ich recht habe. Los, greifen Sie zu. Ich esse aus Prinzip keine Flüchtlinge. Sie lenken ab. Wissen Sie warum? Weil Sie Angst haben. Ja, okay, ich habe Angst. Und? Wie die AfD-Wähler eben auch. Entschuldigung, meine Angst ist wesentlich anders. Meine Angst ist viel, studierter? Schauen Sie, es ist ganz normal, in der letzten Zeit Angst zu haben. Wir haben doch die Grenzen dicht gemacht, weil wir gesehen haben, da kommen nicht nur traumatisierte Opfer, sondern eben auch Sprengsätze auf zwei Beinen. Und jetzt, wo wir die Grenzen dicht haben, da können wir zwei doch endlich mal über andere Themen reden. Kommen Sie, Sie haben es doch auch satt, oder? Immer den moralisch empörten Kabarettisten zu geben. Unter uns, Ihre Pointen waren in der letzten Zeit so lustig wie tote Hundewelpen. Ja, ich weiß. Stellen Sie sich's nur mal vor. Einfach mal nur Innenpolitik. Vielleicht eine 5-Minuten-Nummer nur über die SPD. Vielleicht könnten wir sogar eine Parodie machen von Seehofer und Merkel. Ja, und dann hauen wir noch ein paar geile Gags raus über die Scheidung von Angelina Jolie und Brad Pitt. Darüber macht man keine Witze. Ach so. Sie haben recht. Sagen Sie, wer kriegt da jetzt eigentlich das Sorgerecht? Ist das der Pilot oder kann man Handwerklichkeit im Spiel? Ja, dann war es die Jury. Dann war es auch die Jury. Ach so, ich habe das auch nicht wieder gemacht. Hammer! Dankeschön. Das ist. Oh, das ist
Ich bin begeistert. Ich finde das so großartig. Der Herr Uthoff hat recht. Das Flüchtlingsproblem ist ein für alle Mal gelöst. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber wir hatten diese Wiener Konferenz. Also die EU gemeinsam mit den Westbalkanstaaten. Und sie haben das Flüchtlingsproblem komplett gelöst. Und ich finde es hammer, innovativ und kreativ, wie sie das gelöst haben. Pass auf, die haben gesagt, haltet euch gut fest, die haben gesagt, Grenzen schließen. Das ist ja wohl der Oberhammer, oder? Da musst du erst mal darauf kommen. Da ist eine Grenze und die machst du zu und fertig. Wie sagt der konkret Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk? Der sagte bei der Wiener Konferenz, die Balkanroute muss dichter sein als je zuvor und sie muss es auch in Zukunft bleiben. Tja, Hammer, oder? Kreativ. Und ist ja nicht so, dass wir uns in Europa nicht auch einen Donald leisten könnten, der Präsident von was ist und eine Mauer bauen will. Ja, das können wir auch, ja. Und unser Donald ist ja sogar schon Präsident von was. Okay, jetzt machen wir Präsident des Europäischen Rates. Das ist im Vergleich zu Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ein bisschen wie Vorsitzender des Weltverbandes der Flohzirkusse. Aber immerhin eine großartige Idee, über Grenzen zu. Und vor allem, Sie haben auf der Wiener Konferenz auch ganz konkret, wirklich ganz konkret gesagt, wie das eigentlich gehen soll mit den dichten Grenzen. Das ist eine hammerinnovative Idee. Pass auf. Die haben einfach gesagt, einen Zaun. Da ist ja wohl noch gar niemand drauf gekommen, oder? Sag mal, Innovation, Sensation, Hammer, einfach einen Zaun. Ja, überleg doch mal, was haben wir uns vorher im Kopf gemacht, um so Fragen hier Willkommenskultur, ja, Flüchtlinge in irgendwelchen EU-Ländern verteilen, Fluchtursachen in den Heimatländern bekämpfen, alles Killefits drauf geschissen, einen Zaun bauen und fertig ist die Lauge. Großartig, oder? Und ich habe das auch mal durchgerechnet. Pass auf, ganz realistisch. Wenn du die türkisch-bulgarische Grenze dicht machen willst, das heißt, das brauchst du 250 Kilometer Zaun, zack, bumm, dicht, fertig. Jetzt kommen da ja viele Flüchtlinge, sagen wir mal, nehmen wir mal an, 3 Millionen Flüchtlinge rennen alle gleichzeitig in diesen Zaun rein. Dann macht das exakt 12 Flüchtlinge auf jeden Meter Zaun. Es ist die Frage, ne, Frage, wie hoch musst du den Zaun bauen? Wenn sich alle 12 Flüchtlinge aufeinander stellen, dann hast du aber ein Problem an der Backe. Ja? Aber ich hab gerechnet, es ist völlig unrealistisch, völlig unrealistisch. Überleg mal, wenn du mehr als 5 Flüchtlinge aufeinander türmst, dann sackt doch der unterste leblos zusammen. Die essen ja zu wenig, ne, kraftlos, zack, ist er weg. Musst du oben 9 draufstellen, nicht wahr? Dann sackt der unterste wieder weg, das führt zu gar nichts. Also nach meiner Rechnung maximal 5 Flüchtlinge aufeinander, nicht wahr? Da schaust du eine Weile zu, baust den Zaun einfach 1 Meter höher und fertig, Ende Gelände. So, und dann, weißt du, dann können wir uns einfach mal so als christlich-abendländische Europäer, ne, sind wir ja alle, christlich-abendländische Europäer, können wir uns mal so ganz entspannt vor den Zaun setzen. Auf unserer Seite natürlich, nicht wahr? Und dann kann man einfach mal unsere christlich-abendländische Kultur ein Stück weit wirken lassen. Einfach, vielleicht ein bisschen genießen, vielleicht sogar mit einem Glas Rotwein in der Hand, ne, so ein Pinot Groggi oder so, nicht wahr? Und dann kannst du live zugucken, wie die Flüchtlinge in den Zaun reinrennen und Spreuen wieder abprallen. Das ist eine großartige Erfindung. Und vor allem, so ein Zaun, der gibt einem ja auch was auf der anderen Seite zurück. Und ich glaube, das ist das Gefühl von Exklusivität. Weißt du, alle wollen rein, aber du bist schon drin. Das ist so ein exklusives Lebensfeeling. So ein bisschen ist das, ja, wie in der Promi-Disco. Und Europa ist ja auch quasi das P1 unter den Kontinenten. Okay, wenn du jetzt den Altersdurchschnitt dazu rechnest, mehr unter den Inkontinenten. Okay. Und ich meine, ja. Logisch, macht Sinn, deswegen haben sie ja auch dann Viktor Orban als Türsteher eingestellt. Passt zusammen, logisch. Ja. Aber ich finde das so großartig, also diese Exklusivität und so eine dichte Grenze, das ist auch mal, finde ich, ein Stück weit eine Anerkennung unserer großen Lebensleistung, oder? Dass man einfach mal sagen kann, ja, wir haben etwas geleistet. Wir haben es geschafft, aus eigener Kraft, mit unseren 4 Händen, hier in Europa geboren worden zu sein. Und nicht im Nahen Osten oder in Afrika, weil das kann doch jeder. Tschüss.
Meine Damen und Herren, liebe Bürger, ich begrüße Sie und die Presse heute hier ganz feierlich zum Tag der deutschen Spaltung. Bitte, ja, bitte. Sie meinen den Tag der deutschen Einheit. Von Einheit kann in diesem Land keine Rede sein. Und deswegen möchte ich heute auch einmal an die dunkelste Periode in der Geschichte dieses Landes erinnern. 33 bis 45. 2015 bis 2016. Sie meinen die über 1000 Attacken auf Flüchtlingsheime? Ich meine das, was ein großer Mann einst die Herrschaft des Unrechts genannt hat. Das war ich übrigens selbst. Die Geflüchteten aus Ungarn hereinzulassen, war für Sie also... Ein Akt der Menschlichkeit, der sich so nicht wiederholen darf. Da wurden ja Menschen ohne Ansehen der Religion quasi mit Menschenliebe bombardiert. Und deswegen freut es mich heute, ein Mahnmal zur Warnung für uns alle enthüllen zu dürfen. Nie wieder Humanismus, nie wieder Lieb. So. Das. Herrlich, dass Sie so viele kunstsinnige Menschen hier versammelt sind. Dieses Mahnmal soll uns daran erinnern, wohin enthemmte Menschlichkeit führen kann. Zur Rettung von Hunderttausenden von Menschenleben. Genau, und da sei Gott vor. Und die CSU. Und dieses Mahnmal ist natürlich auch denen gewidmet, die schon früh im Widerstand gegen Angela Merkel waren. Sie meinen die AfD? Ich meine natürlich mich. Aber mein Opfer war nicht umsonst, nicht wahr? Die Kanzlerin hat ihre historische Schuld eingestanden und versprochen, dass sie nie wieder etwas schaffen wird. So, jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Was? Das habe ich nicht versprochen. Was soll denn das? Nie wieder Humanismus. Und Sie machen das mit, ja? Also die deutsche Geschichte ist ja gerade nicht reich an moralischen Glanzlichtern, ja? Und was machen wir hier? Entschuldigen uns für unseren einzigen humanitären Ausrutscher. Herr Angela, du weißt genau, mir geht's nicht um Humanität, sondern mir geht's um Kontrollverlust. Da, was wäre denn lieber gewesen damals in Ungarn? Ich weiß. Kontrollierte Grausamkeit statt unkontrollierte Humanität. Was? Du hast doch selbst gesagt, wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückspulen, um die Grenzöffnung zurückzunehmen. Ich habe gesagt, ich würde gern die Zeit zurückspulen, um mich besser auf die Grenzöffnung vorbereiten zu können. Ach so, ja, gut, wenigstens hast du dieses furchtbare Wort nicht mehr erwähnt. Welches? Das mit dem vorne Sch und hinten Affen. Weißt schon. Moment. Weißt schon. Ich habe, meine Damen und Herren, liebe Bürger, ich habe in meiner Rede exakt gesagt, ich bin von der Schaffenskraft aller Menschen, die hier in diesem Land leben, weiterhin überzeugt. Ja, genau. Moment mal. Das ist ja genau dasselbe. Da willst du die Bürger verarschen. Nein, nur dich. Erzähl fix, wenn du wenigstens einmal sagen würdest, wie wir das schaffen sollen, nicht wahr? Zehntausende geflüchtete Menschen warten auf ihren Asylantrag, nicht wahr? Oder auf einen Sprachkurs oder Therapieangebote. Weißt du, was ich dir sag? Ich sag, jetzt packen wir mal ein paar Milliarden mehr in die Hand und dann wird er mal ordentlich drauf losintegriert. Horst, willst du mich verarschen? Ja, wer hat denn? Wer hat denn angefangen? Ich hab... Nicht vergessen, 82% der Bürger wünschen sich von dir eine Umkehr in der Flüchtlingspolitik, ne? Ach ja. Ja. Ich war es doch, die in Wien dafür gesorgt hat, dass die Balkanroute dicht bleibt. Ich habe den schmutzigen Deal mit der Türkei veranstaltet, bald auch mit Ägypten, Libyen. Ich bezahle afrikanische Machthaber dafür, dass sie Flüchtlinge einsperren. Afghanistan wird ein sicheres Herkunftsland. Ich sorge hier weiterhin dafür, dass die deutsche Grenze weiter am Hindukusch verteidigt werden kann. Aber wenn 82% der Deutschen denken, dass ich diesen Kurs ändern soll, nein, dann nein, Kurs halten, Angela, Kurs halten. Ja, aber wenn du wenigstens mal deinen Taten Worte folgen lassen könntest, hä? Unsinn, wir müssen nach allen Seiten hin offen bleiben. Was? Ja, wie meinst du denn das? Was? Ja, ich zu den Grünen und du zur AfD. Ach so, aber unfair ist das schon, oder? Ich meine, wir sind ja beide im Grunde gleich hinter 40. Aber du stehst dafür kurz vor dem Friedensnobelpreis, nicht wahr? Und ich, du,
Kurz vom Friedensnobelpreis und ich bei dem Orban in der Schmuddelecke. Ja, Horsti, hast du schon mal was gehört von Good Cop, Blöd Cop? Ach so. Ah, das ist ja, ja genial. Ja, Hund bist du schon, Anke. Also gut, dann machen wir das jetzt weiterhin so. Du bist weiterhin der Good Cop, ja, nicht wahr? Aber nur, wenn ich auch weiterhin souverän den versprochen hast. Ich freue mich. Ja. Also das ist ja natürlich... Oh Mann, ey. Jetzt spiele ich in einer Show über Flüchtlinge seit 15 Minuten den Geflüchteten und habe nicht mehr gesagt als Viele Menschen beschweren sich über die Flüchtlingswelle. Die sagen, ah, es sind zu viele, wie sollen wir das bloß schaffen? Aber für uns Türken ist das perfekt, Leute. Das ist die perfekte Welle. Wir surfen regelrecht auf dieser Welle. Ah ja, natürlich, weil je mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, desto höher werden wir in der Gesellschaftspyramide eingestuft. Ethnische Beförderung. Ja. Das ist sozusagen ein ethnisches Upgrade, weil früher waren wir die Asozialen. Früher hat man gesagt, ah, die Türken sind nicht integriert, die können nicht die deutsche Sprache. Aber dank Nordafrikaner, Syrer und Eritreer gehen wir bald als Europäer durch. Dann gehören wir zur Elite, ja, ja, natürlich. Früher war es nicht cool, Türke zu sein. Bis ich 3 Jahre alt war, war alles perfekt in meinem Leben. Ich ging in einen Kindergarten für eine 3-Jährige, bin nach Hause gekommen, hab Shisha geraucht, Party gemacht. Ich war damals immer auf so U3-Partys. Da ging's ab, Leute. Da haben wir Ahoi-Brause gezogen. Es war super. Alles war perfekt in meinem Leben. Und dann kam ein Moment, der hat mein ganzes Leben verändert. Mein Vater zog mich irgendwann beiseite und hat zu mir gesagt, mein Sohn, du bist ein Türke. Und ich so, ach du Scheiße. Nee, weil Türke zu sein, war überhaupt nicht cool im Kindergarten. Und ich so, hey Papa, können wir nicht irgendwas anders machen? So Italiener oder Spanier oder so? Der so, was für Italiener oder Spanier, Lan. Ich bin Türke, deine Mutter ist Türkin, also bist du auch Türke. Ich so, psch, nicht so laut. Muss ja nicht gleich jeder mitbekommen. Ihr könnt ja Türken bleiben. Ich werde Italiener, okay? Aber das hat sich natürlich rumgesprochen wie ein Lauffeuer im Kindergarten. Keiner wollte mehr mit mir spielen. Nur noch so ein kleiner Dicker. Und der war auch Türke. Und der wollte immer nur wippen. Der so, hey, warum wippst du nicht? Ich so, hey, warum wohl? Die Perspektivlosigkeit war mir ins Gesicht geschrieben, Leute. Ich war ein Türkenkind, ein Nachwuchsasozialer. Aber Türke sein ist nicht einfach, Leute. Manchmal lauft ihr vielleicht am Bahnhof herum und dann seht ihr so 2, 3 Türken, die so angespannt am Bahnhof stehen und sagen, was, Alter, was? Und dann lauft ihr so vorbei und denkt euch so, guck mal die Türken. Aber stell dich doch mal den ganzen Tag so am Bahnhof hin. Ja? Stell dich mal 10 Stunden angespannt am Bahnhof und sag den ganzen Tag, was, Alter, was? Ich hab einen deutschen Kumpel, der hat das gemacht. Am nächsten Tag, der so, hey, hörst du ja, ich hab voll Muskelkater, Alter. Hey, Türke sein ist voll anstrengend, Alter. Und aus diesem Grund, liebe Flüchtlinge, kommt nach Deutschland, bitte. Weil dann steht meiner Beförderung nichts mehr im Weg. Gott sei Dank. Allaha shukur. Oh, ich bin ja Moslem. Daran wird mein Upgrade scheitern. Ja, natürlich, weil davor hat man ja Angst. Angst vor der Islamisierung des Abendlandes. Damit wird rekrutiert. Wenn wir nicht aufpassen, dann werden in Europa bald alle Menschen zu Moslems. Sogar der Papst wird dann Moslem. Der heißt dann Franziskus el-Baghdadi. Aber das ist nicht alles. Wir müssen den Moscheenbau stoppen. Stopp den Moscheenbau, weil dort predigen sie Hass. Leute, mal ganz ehrlich, in meinen 35 Jahren habe ich nicht einmal erlebt, dass beim Freitagsgebet der Hodja auf die Treppen gestiegen ist und gesagt hat, tötet Ungläubigen!
Das Einzige, was bei uns war, war immer so, hallo Jungs, bitte, Alkohol nichts gut, Sex vor der Ehe nichts gut, Spielautomat nichts gut. Und du hockst in der Moschee und denkst, hey, ich habe nur noch 3% Akku, Mann. Und wir Muslime, wir, ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich, wir Muslime, wir sind auch nur Menschen. Wir sind auch nur Menschen und auch wir haben Angst vor Terror. Also bei uns gibt es da keinen Konkurrenzkampf. Wenn sich da jetzt zum Beispiel so ein Selbstmordattentäter in Deutschland in die Luft jagt, sagt keiner von uns so, hey, heute wollte ich eigentlich. Hey, jetzt nimmt er mir den Arbeitsplatz weg. Da bekommt der Begriff Arbeitsplatz eine ganz andere Bedeutung. Halt, 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 Herr Kaiser, Herr Kaiser, ganz kurz, ganz kurze Frage. Ich habe was Interessantes gelesen. Also, vielleicht können Sie sich da einen Reim drauf machen. Ich habe gelesen, dass einige, also wirklich einige der Migranten wählen jetzt AfD, weil sie Angst haben, dass ihnen die geflüchteten Menschen den Arbeitsplatz wegnehmen. Die fremdenfeindliche AfD? Ja. Aber dann wählen die ja gegen ihre eigenen Interessen. Na, nicht unbedingt. Die AfD, das ist ganz interessant, die geriert sich quasi als Partei des kleinen Mannes. Nicht? Das ist ja wohl ein Skandal. Jetzt nimmt mir der Migrant auch noch meine Partei weg. Oh Gott. Wieso? Das ist doch die höchste Stufe der Integration, die man als Muslim in Deutschland erreichen kann. Ja. AfD wählen. Ja. Mein Gott, hier geht ja alles durcheinander. Sie haben ja offensichtlich die deutsche Parteienlandschaft und die Stellung der AfD nicht im Ansatz verstanden. Gut, dass ich da was dabei habe. Sie? Das ist. Entschuldigung. Nein, nein. Das ist meine Tafel. Heute habe ich Tafeldienst. So, aufpassen. So, und du besonders, Sportsfreund, ja? Also hier, unsere komplexe Parteiendemokratie ist ja wirklich deutlich schwerer zu verstehen als diese Diktatur von dem Großvezier bei dir zu Hause. In Baden-Württemberg? Ja. Ja, gut. Wollte schon sagen, der Personenkult in Schwaben, das ist natürlich ein Sonderfall, ja, nicht wahr? Ja. Aber im restlichen Deutschland, da haben wir hingegen ein großartiges politisches Spektrum, ja, breit aufgestellt mit verschiedensten Parteien. Das ist ja wesentlich breit aufgestellt. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Hier ist es doch alles dieselbe Soße. Ihr macht doch hier hemmungsloses Systemkabarett, nicht wahr? Also ihr verschweigt andauernd die einzig wahre Alternative. Sag, wo kann ich denn die mal jetzt hier hinbauen? Moment, ist ja noch nicht fertig mit erklären. Erstmal erklären, ja. Das ist die Parteienlandschaft. Ich war auf der mittleren Achse, befindet sich die Werteskala. Da geht es also von konservativ eher nach oben, progressiv. Und hier sind die wirtschaftliche Programmatik, nicht wahr? Parteien eher links bis nach rechts angesiedelt. Das heißt, linke Positionen, zum Beispiel höhere Steuern für Reiche, mehr Umverteilung des Geldes. Wenn Sie also gegen zu viel Umverteilung sind, zu viel Ungleichheit sind, dann wählen Sie eher eine Partei aus dem linken Spektrum. Also Linke, Bündnis 90 Grüne oder SPD. Verstanden. Und wenn ich für zu viel Ungleichheit bin, dann wähle ich zum Beispiel die CDU. Na, so einfach ist es nicht. Also die CDU ist ja nicht für zu viel Ungleichheit. Die sind nur dafür, dass über zu viel Ungleichheit nicht zu viel gesprochen wird. Okay. Das ist relativ. Bitte? Jetzt würde ich fragen. Schluss mit dem Blablabla. Jetzt kommen wir mal zur wesentlichen Frage. Wo kommt hier meine AfD? Ja, ruhig, Brauner. Moment, Moment. Also. Was? Lassen Sie ihn doch mal kurz. Ja. Also, was bisher geschah? Ja, unter Angela Merkel rückte die Union nach links und machte so Platz für einen Hof für eine neue Partei, nicht wahr? Also so eine Art Hohlraum. Ein Hohlraum für eine neue Partei, genau. Und dieser Hohlraum bin ich. Also. Genau, man kann also sagen, die AfD ist das Ergebnis der Sozialdemokratisierung der Union. Yes. Moment, also wenn die Union nach links gerückt ist, heißt das, sie ist für Vermögensteuer und eine höhere Erbschaftssteuer? Ja, nee, Moment. Bei der Sozialdemokratisierung geht es ja nicht nur ums Geld, aber da geht es ja auch vor allem ums Gedöns.
Also ich glaube, was mein Kollege hier sagen möchte und mit Gedöns meint, ist dieser mittlere Aspekt hier von konservativ nach progressiv. Die CDU ist nämlich nicht wirtschaftlich nach links gerückt, nein, sondern sie ist von konservativ nach progressiv mit den Bürgerrechten nicht nach oben gerückt. Das heißt, sie, na, was haben sie alles gemacht? Also die Vergewaltigung in der Ehe strafbar gemacht, dann die Homosexualität akzeptiert, Wehrpflicht abgeschafft, also im Ganzen. Exakt, das ist der springende Punkt. Also die CDU hat ihre christlichen Werte verraten. Stopp. Also ist das christlich, seine Frau zu schlagen? Ich dachte, das ist mehr so eine muslimische Spezialität. Moment. Stopp, das geht ja nicht. Also schauen Sie, weil es für sehr konservative Menschen, also die möchten halt lieber gezwungenermaßen zur Armee gehen als freiwillig, die müssen jetzt Homosexuelle akzeptieren und weil sie ihre Frauen nicht mehr schlagen dürfen, straffrei, deswegen gibt es die AfD. Aha. Sie meinen also, die Union ist gar nicht nach links gerutscht? Nein, sondern nach oben progressiver geworden. Hören Sie, ich höre immer progressive Union. Denken Sie doch an die Auswurfrhetoriker aus dem Süden des Landes. Die CSU habe ich vergessen. Die streckt sich natürlich nach unten, um auch die Wähler dort unten zu erreichen. Ja. Also wollen die Rassisten in eine christliche Partei integrieren? Im Prinzip. Ja. Ich soll mich als Rassist in der CSU integrieren? Da mache ich nicht mit. Pass mal auf, das habe ich schon alles ausprobiert. Ich habe hier alles gemacht. Ich habe Bayerisch hab ich gelernt, gell? Dann habe ich Fußball spielen hab ich gelernt. Und menstruieren, ah! Und dann heißt es, du gehörst doch nicht wirklich dazu. Sorry, das heißt ministrieren. Jetzt will mir hier der Muslim erklären, was ein Messdiener macht. Ne? Aber sagen Sie mal, Herr Kollege, ja, beim Thema Mindestlohn und Rente, da ist die Union doch nach links gerutscht. Ja, also Moment, das so einfach ist das natürlich nicht. Das ist natürlich alles eine Frage der Ausgangsposition. Ja, was machen Sie denn da? Naja, die Maßstäbe haben sich massiv verschoben. Ja, aber jetzt sieht es so aus, ob es in Deutschland nur noch rechte Parteien gibt. Ja, aus der Sicht der Ära Kohl natürlich. Schauen Sie, was heute als links gilt, das galt ja damals als rechts. Man, schauen Sie mal bei Kohl, der hatte einen Spitzensteuersatz 53%. Nee, das, was die Linke heute fordert. Die SPD wollte eine Vermögenssteuer. Bis sie 98 die Chance bekam, das umzusetzen. Ja. Und, haben Sie es gemacht? Das ist halt aber typisch. Der hat unsere ganze Demokratie überhaupt nicht verstanden. Die SPD hat natürlich das Gegenteil gemacht. Schauen Sie, Hartz IV, Unternehmenssteuersätze runter, Spitzensteuersatz runter, Renten runter, etc. Ja. Runter. Ging auch irgendwas hoch? Ja, die Mittelfinger von Steinbrück und Gabriel. Und die Ungleichheit. Ja. Also ist eigentlich nicht die Union nach links gerutscht, sondern die SPD nach rechts. Eine Frage, kann man das Gelbe da eigentlich auch wählen? Nein, das war weg. Wissen Sie was? Da können wir doch das Grüne da auch gleich wegtun. Das ist doch vollkommen linksfossift. Ja. Immer nur im Programm. Ja, aber in der Regierung sind die ganz Kretschmann. Und was ist denn mit Die Linke? Ah, Die Linke. Die waren nach der Wiedervereinigung so froh, dass sie überhaupt noch mitmachen durften, dass, wenn sie mal in einer Landesregierung mitmachen durften, sie auch dann alles mitgemacht haben. Moment, dann gibt es ja gar keine linken Parteien mehr. Ja, sicher, kannst du nicht gucken. Also die CDU ist doch nicht ohne Grund da ganz links. Moment, so einfach ist es ja nicht. Das ist ja natürlich die Union von Adenauer bis Blüm, dynamische Rente etc. Davon den Werten hat man sich peu à peu verabschiedet und nachgemacht, was die SPD vorgemacht hat. Also gab es doch eine Sozialdemokratisierung in der Union? Ja, was aber, wie wir gerade gesehen haben, eigentlich ein Rechtsruck war. Leute, ich komme jetzt gar nicht mehr mit, also... Dann geh doch wieder zu Hause nach deinen Schwaben, wenn's dir hier nicht passt. Also, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, ja? So, wie es aussieht, alle etablierten Parteien bieten dieselbe Soße. Sie haben jetzt seinen Sprech übernommen. Natürlich, es gibt eine für die Wähler große Unterschiede, eine große Bandbreite. Also Sie haben hier Ungleichheit mit Umweltschutz, Ungleichheit mit Christentum, Ungleichheit mit Selbstverleugnung.
Und Ungleichheit bei Koalitionszwang. Ja. Moment schon mal, Sie verschweichen schon wieder mal die einzige real existierende Alternative. Okay, und Ungleichheit mit Rassismus. Sehen Sie? Geht das doch. Sieht mir gar nicht nach einer Alternative aus. Hm. Er hat sie auch falsch hingebappt, nicht wahr? Also Mensch, wir sind doch die Partei des kleinen Mannes, wie man sehen kann, nicht wahr? Das gehört doch hier auf die linke Seite. Sagen Sie mal, sind Sie in Dresden zu lange draußen gestanden? Die AfD will die komplette Abschaffung der Erbschaftssteuer und der Vermögenssteuer und ein Steuersystem, das ausschließlich Topverdiener bevorzugt. Und wie sagte ich am Anfang, Herr Seibel, Sie sind kein Topverdiener. Danke für den Hinweis. Haben wir das jetzt richtig verstanden? Also Geringverdiener wählen eine Bonzenpartei. Teilweise. Und Migranten wählen eine fremdenfeindliche Partei. Teilweise. Ja, bei uns in Deutschland wählen alle gegen ihre eigenen Interessen. Moment, so einfach ist es dann natürlich auch wieder nicht. Ganz genau, weil ich interessiere mich sehr wohl für Rassismus. Ja, und jetzt, jetzt haben Sie es alle verstanden. Aber sag mal, Fridolin, ja. Weißt du, was ich mich frage? Nee. Die AfD, ne? Ja. Wo haben die eigentlich ihre Glatze? Wie bitte? Naja, ich meine, ist doch gute deutsche Tradition, dass man seine fremdenfeindliche Gesinnung mit einer Glatze ausdrückt, oder nicht? Und wo denen noch Tradition so wichtig ist? Ja, vielleicht haben die ja eine Untenglatze. Eine was? Naja, vielleicht haben die ja aus Datenschutzgründen ihre Glatze nicht auf dem Kopf, sondern unterhalb vom Bauchnabel. Die von der AfD? Ja. Die haben doch keinen Bauchnabel. Wieso? Das hieß ja, sie hätten Mütter. Und die hätten ihnen doch sicher sowas wie Anstand und Mitgefühl beigebracht. Also, was ich meinte ist, vielleicht haben die ja ihre Glatze in der Bikinizone. In der Bikinizone? Ja, das sagt man doch so, Bikinizone. Warum denn? Man sagt doch auch Kopf und nicht Mützenzone. Die haben ihre Glatze im Intimbereich, Mensch. Wer macht denn sowas? Sich die Schamhaare abrasieren. Wo lebst du denn? Laut einer aktuellen Studie machen das alleine bei den Frauen zwischen 20 und 40 Jahren nahezu 70%. Siehste, und ich hab die in der Sauna aber bemitleidet. Ich dachte immer, die hätten Schamhaarausfall. Warum machen die denn sowas? Ja, weil sie einem aktuellen Schönheitsideal entsprechen wollen. Das da wäre? Das da wäre, zwischen den Beinen auszusehen wie ein junges Mädchen vor der Pubertät. Wie die moderne, emanzipierte Karrierefrau, die nebenbei noch 1,4 Kinder bekommt, möchte, wenn sie ihr Höschen auszieht, aussehen wie eine 12-jährige Jungfrau? Ungeschützt und jungfräulich tritt sie dem Gemächt des Mannes entgegen. Ich trete auch gleich deinem Gemächt entgegen. Ja. Das ist ja nicht meine Meinung. Außerdem deckt sich das exakt mit dem Frauenbild der AfD. Björn Höcke. Der Heilpraktiker? Nee. Nein, das ist der Genderbeauftragte von denen. Ach so. Also, der hat gesagt, schädliche Gesellschaftsexperimente, die der Abschaffung der natürlichen Geschlechterordnung dienen, sowie Frauenquote und Gleichstellungsbeauftragte, sind sofort zu beenden. Das sagst du doch auch immer, wenn du mit Spülen dran bist. Yes. Hat jetzt ja damit nichts zu tun. Aber wo hab ich eigentlich meine Glatze? Wie, wo hast du deine Glatze? Na, ich glaube, jeder von uns hat doch so eine heimliche Gesinnungsglatze. Also die meisten haben sie nur so gut versteckt, dass sie selbst nicht mal wissen, dass sie eine haben. Also ich habe keine. Klar hast du eine. Ich habe keine Glatze. Klar, Schokolade. Was ist mit Schokolade? Du isst ständig konventionelle Schokolade. Ja, geht's jetzt wieder um die 200.000 Kindersklaven, die 12 Stunden täglich auf Kakaoplantagen schuften, ohne Bezahlung und unter Prügel? Ja. Ja, das ist ja Kapitalismus, das ist ja kein Rassismus. Aber jetzt stell dir mal vor, diese verschleppten Kinder kommen nicht aus Mali oder der Elfenbeinküste, sondern das sind Emma und Lilly bei uns aus dem Erdgeschoss? Ja, also ich meine, soll jetzt jeder nur noch fair gehandelte, fair produzierte Schokolade kaufen, oder was? Ja. Ja, dann können sich ja nur noch Besserverdiener Schokolade leisten. Ja und? Gibt es ein angeborenes Recht der Deutschen auf Schokolade? Und ist das deutsche Recht auf Schokolade stärker als das Recht der Kindersklaven auf Freiheit? Ja, das habe ich jetzt ja nicht gesagt. Nee, ist ja auch eine versteckte Glatze. Ja, aber...
Ja, was willst du auch von mir, weißem Mitteleuropäer, erwarten? Ich bin halt der Nabel der Welt. Ja, aber weißt du, genau diese kolonialistische Egozentrik, die macht es doch diesen Rechtspopulisten in Europa gerade so leicht, oder? Also ich würde mal sagen, wenn wir mal bei der Intimrasur geblieben, da war die Stimmung besser. Gibt es eigentlich auch Männer, die intim rasiert sind? Ja, klar. Wollen die auch aussehen wie eine 12-jährige Jungfrau? Nein, die machen das, damit der Penis größer aussieht. Auf frisch gemähter Wiese ist selbst ein Gartenzwerg ein Riese. Hättest du das gedacht, dass eine Anstalt Peniswitze so gut funktionieren? Du, aber dann wirst du auch noch mehr Sinn machen, dass sich die von der AfD auch den Schädel rasieren. Stimmt. Damit das Gehirn größer aussieht. Ich sage, wir gehen da links rüber. Auf gar keinen Fall. Aber ich bin die SPD-Parteibasis. Ich habe dich gewählt. Du musst machen, was ich will. Und ich bin der SPD-Vorstand. Du hast mich gewählt. Ich mache, was ich will. Okay, aber da drüben sind 300.000 Menschen gegen CETA auf die Straße gegangen. Ich meine, das sind doch potenzielle SPD-Wähler. Das bedeutet, 80 Millionen sind zu Hause geblieben. Das sind potenzielle SPD-Wähler. Wir verstehen uns überhaupt nicht mehr. Dann sag doch einfach mal, was du willst. Okay, ich will kein CETA, ich will eine anständige Erbschaftssteuer und wesentlich mehr Hartz IV. Also gut, dann machen wir CETA, eine unanständige Erbschaftssteuer und 2 Euro mehr bei Hartz IV. Hörst du mir überhaupt zu? Bitte? Du hörst mir nie zu. In einer Woche hast du vor kurzem 3 Entscheidungen getroffen, die alle ein Ergebnis haben werden, eine ungerechtere Gesellschaft. Und am Ende dieser Woche stellt sich Andrea Nahles hin und sagt, sie will eine gerechtere Gesellschaft. Na und? Sie ist auch in der SPD. Ja, aber in meiner. Ja. Wir haben überhaupt nichts mehr gemeinsam. Das übertreibt doch nicht. So, denk doch nur an CETA. Ich meine, was haben wir da nicht für wunderbare Gespräche geführt? Du hast gesprochen. Und zwar vor einem exklusiven Parteikonvent. Vor 200 handverlesenen Funktionären. Das war ein Selbstgespräch. Ja, und ich bin stolz darauf. Die SPD ist die einzige Partei, die überhaupt noch mit sich selbst spricht. Deswegen schauen die uns in der Fußgängerzone auch immer so komisch an. Wo du dich auch überall rumtreibst. Weißt du, was ich mir anhören muss? Die lachen sich kaputt, dass wir ständig unsere roten Linien überschreiten. Wir haben wenigstens noch rote Linien. Ja, aber wozu? Bei CETA hatten wir doch gesagt, wir wollen keine private Paralleljustiz für Konzerne. Und deswegen habe ich ja dafür gesorgt, dass es öffentliche Handelsgerichtshöfe gibt. Die weiterhin für private Konzerne sind. So wie die SPD. Hey. Sag mal, hast du keine Angst, dass zum Beispiel amerikanische Firmen über kanadische Tochterunternehmen letztendlich den deutschen Steuerzahler verklagen wegen zu gutem Arbeitsschutz? Ach, du warst schon wieder hysterisch. Jetzt warten wir erst mal ab, dann werden wir schon sehen. Was heißt, dann werden wir schon sehen? Na, wir stimmen jetzt erst mal CETA zu und dann schauen wir mal. Warum sollten wir CETA zustimmen? Wegen den Sachzwängen. Welche Sachzwänge? Wir. Wir sind doch kein Sachzwang. Doch, weil wir CETA ja zustimmen. Aber wir müssen ja einfach nur einfach nicht zustimmen, dann käme CETA ja gar nicht. Ja, aber wir stimmen ja mit Ja. Aber warum? Damit es kommt. Damit wir rote Linien überschreiten können. Aber rote Linien sind doch dazu da, um nicht überschritten zu werden. Wir sind die SPD. Wir sind stolz darauf, immer wieder unter großen Schmerzen rote Linien zu überschreiten. Agenda 2010, Asylkompromiss, CETA. Wir tun, was weh tut, weil wir wissen, dass wir Kompromisse eingehen müssen. Kompromisse zwischen wem? Zwischen uns und unseren Überzeugungen. Ich glaube, ich krieg Migräne. Dann nehme ich besser ein Aspirin. Weißt du was? Ich glaube, wir haben uns auseinandergelebt. Ich finde, wir sollten uns eine Weile trennen. Also gut. Wie du meinst. Ja, ja. Was Süßes? Oder achten Sie auf Ihre Figur? Oh Gott, um Gottes Willen, haben Sie keine Angst? Nö, wieso? Da sind Terroristen drin. Ich dachte, da wären Nüsse drin.
Der hat Sie ganz schön durcheinander gebracht, oder? Ja. Aber Ihre Angst ist doch völlig unverhältnismäßig. Rechnen Sie doch mal nach. Meine Uthoff sagt, von den 333 Schokolinsen sind 3 vergiftet, richtig? Ja, ja. Okay. Aber das Verhältnis stimmt ja gar nicht. Meine, wir haben noch nicht 333 Flüchtlinge in Deutschland, sondern 1 Million. Und davon sind nicht 3 potenzielle Attentäter, sondern einer. Also wäre das folgendes Bild richtig. Auf einer Strecke von 3 Kilometern Länge steht dicht hintereinander solche Schüsseln. Ja? 3 Kilometer? 3 Kilometer, alle 33 Zentimeter, so eine Schüssel. Okay, ja. Und von diesen 9000 Schüsseln, davon sind 3 Schokolinsen vergiftet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, an einer dieser Linsen zu sterben, liegt bei 1 zu 1 Million. Hören Sie mal zu. In Europa sind in den letzten 16 Jahren 600 Menschen durch islamistischen Terror gestorben. Aber wenn Sie das Risiko eingehen wollen... Also erstens waren das meistens Menschen, keine Flüchtlinge, sondern die vor Ort gelebt haben. Und zweitens... Ja. Zweitens starben alleine 2014 568 Menschen an verschluckten Lebensmitteln. Und hören wir deswegen auf zu essen? Ihr Beispiel ist für mich gefährlicher als Ihre blöden Terroristen. Und drittens sterben allein durch Angriffe von Kühen bei uns jedes Jahr deutlich mehr Menschen als durch islamistischen Terror. Aber hören wir deswegen auf zu melken? Und viertens. 2014 starben 50 Menschen weltweit beim Selfie machen. Hören wir deswegen auf, uns neben die Kanzlerin zu stellen? Noch mehr Menschen sterben am Tod. Hören wir deswegen auf zu sterben? Was denn? Die guten Sachen waren schon alle weg. Was Sie hier machen. Was Sie alle. 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 Was Sie hier alle machen, ist, Sie verharmlosen die Gefahr, durch Terroristen ermordet zu werden. Ja, ja, ja. Wissen Sie, was Sie machen? Sie verharmlosen die Gefahren, die viel gefährlicher sind für die Bürger. Jedes Jahr sterben in Deutschland 9000 Menschen an Haushaltsunfällen. Das ist 3-mal mehr, als am 11. September ums Leben gekommen sind. Oh mein Gott! Warum weiß denn das keiner? Weil wir diese Angst nicht täglich präsentiert bekommen. Aber das könnte man ja ändern. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen die Anstalt für eine Sondersendung Affekte Spezial. Mein Name ist Rolf Dieter. Das ist richtig und ich bin Dieter Rolf. Soeben wurde gemeldet, dass in Detmold ein Mensch zu Tode gekommen sein soll. Und zwar in seinem Haus. Wir schalten gleich mal zu unserem Außenreporter vor Ort. Gibt es denn schon Genaueres zu erfahren? Ist es ein natürlicher Tod oder müssen wir wieder mit einem Haushaltsunfall rechnen? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich nicht spekulieren, aber es sieht alles danach aus, als wäre in diesem Haus in Detmold jemand zu Tode gekommen. Danke für diese brandneuen Informationen. Dieter Rolf, wie ist das einzuordnen? Ja, ich möchte natürlich nicht spekulieren, deswegen spekuliere ich an dieser Stelle. Ich glaube, es war ein Haushaltsunfall. Schon wieder. Jeden Tag sterben in Deutschland 30 Menschen, oder sagen wir 25 Menschen im Schnitt, an ihrem Haushalt. Die Menschen trauen sich schon gar nicht mehr nach Hause. Neueste Meldungen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Opfer von einer Leiter gefallen ist und beim Sturz "Ah!" gerufen haben soll. Jetzt deutet wirklich alles auf einen Haushaltsunfall hin. Wir sprechen jetzt mit der Haushaltsexpertin unseres Studios. Rita Dolf, Rita, Sie sind vom letzten Haushaltsunfall noch im Studio geblieben. Vielen Dank, das war vor 14 Minuten. Deswegen, wir haben eine Geisterstimme, aber das macht nichts, das ist normal. Bleiben Sie ganz ruhig, haben Sie keine Angst. Sehen Sie, unsere bange Frage, die uns alle treibt, ist doch tatsächlich, war es wieder ein Haushaltsunfall oder wie wir alle hoffen, ein Verkehrsunfall? Nachdem sich der Unfall in einer Küche ereignet hat, gehe ich schwer von einem Haushaltsunfall aus. Ich bin aber auch allerdings keine Verkehrsexpertin. Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber es gibt Neuigkeiten. Die Polizei hat soeben ein Fahndungsfoto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Und bei uns ist jetzt der Leiter der Deutschen Hausmeisterinnung. Meine erste Frage lautet, Sie sind
Leiter? Ich bin Präsident der Hausmeisterinnung und meiner Meinung nach sollte man nicht alle Leitern unter Generalverdacht stellen. Natürlich, und jetzt werden Sie gleich sagen, dass die Leiter nichts mit der Höhe des Sturzes zu tun hatte. Doch, doch. Aber man muss sich doch erst einmal fragen, warum steigt ein Mensch überhaupt auf eine Leiter? Ja. Das fragen sich in der Tat viele Menschen. Es gibt natürlich Gründe. Alkohol, Neugier und vielleicht war auch mal die Glühbirne kaputt. Okay, klar. Natürlich, jetzt wurde die Leiter wieder missbraucht. Stopp. Zunächst einmal, es gibt nicht die Leiter. Es gibt kleine Leitern und dann gibt's große Leitern. Und dann gibt's mittlere Leitern. Aber die allermeisten sind absolut ungefährlich. Ja, das haben wir leider schon zu oft gehört. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir kommen zu den Reaktionen aus der Politik. Die CSU hat jetzt eine Obergrenze. Vielen Dank. Ja. Die CSU hat jetzt, wie ich so gerade erfahren habe, eine Obergrenze gefordert, maximal eine Sprosse. Wir schalten jetzt noch mal zu unseren Korrespondenten von Ort. Wir fragen mal, weiß man denn schon etwas Näheres über die Identität der Leiter? Ja, da lässt sich leider nichts beschönigen. Die Leiter stammte wohl aus dem Ausland und hatte sich bisher nicht in die hiesige Leiterkultur integrieren lassen. Neben mir steht ein Augenzeuge, ein Nachbar. Sie sind neben der Leiter aufgewachsen. Das ist richtig. Das ist richtig, das war eine sehr zurückhaltende, geradezu angenehme Leiter, kann man sagen. Also geradezu auffällig, unauffällig. Die Leiter soll ja jahrelang in eine Kammer eingepfercht gewesen sein. Kam sie Ihnen labil vor? Ja, sagen wir mal so, die ist schon das ein oder andere Mal regelrecht zusammengeklappt. Mit diesen Impressionen zurück ins Studio. Das ist natürlich... Meine Damen und Herren. Meine... Damen und Herren, damit steht fest, dies wird ein Ereignis, das Deutschland verändern wird. Hören wir dazu einen Kommentar, zwar von mir. Ich habe ihn eigenhändig aus der Welt nach dem Anschlag von Würzburg ausgeschnitten. Der Terror hat sein nächstes Opfer gefordert. Spätestens jetzt ist klar, das Gefühl wächst. Es kann jede Frau, jeden Mann, jedes Kind treffen, tagsüber oder nachts. Eine solche Situation haben die Deutschen zuletzt im Zweiten Weltkrieg erlebt. Damals konnten die Luftangriffe auch jeden treffen. Die Folge war ein fatalistischer Überlebenswille, geboren aus ständiger Angst. Zitat Ende. Dem ist eigentlich nur noch hinzuzufügen, wir werden unsere Art zu putzen nicht ändern. Denn sonst hätten die Leitern gewonnen. Das war die Anstalt!